Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema Gainer. Dieser Gainer, dieser Weight Gainer, macht der Sinn? Weight Gainer, was ist ein Weight Gainer? Kurze Einführung, das ist in der Regel ein Präparat mit sehr viel Kohlenhydraten, also sehr viel Energielieferanten auf alle möglichen Basen. Da schreit natürlich jeder, dass das Beste hätte. Im Grunde genommen sind es einfach strukturierte Kohlenhydrate, entweder auf Maltodextrin-Basis oder auf anderer einfacher Struktur. Also nichts Weltbewegendes, auch kein neues Wunderpräparat. Es ist in der Regel 10, 20, vielleicht auch manchmal 25% an Proteinen mit dabei. Es sind ein paar Vitamine beigemischt und so weiter und so fort. Macht so ein Gainer Sinn? Ja oder nein? Nein. Mit Ausnahmen. Und zwar, es gibt natürlich Menschen, die haben eine sehr hohe Stoffwechselumsatzrate von Natur aus. Da gibt es ja verschiedene Parameter, warum das sein könnte. Das sind in der Regel Menschen, die sehr aktiv sind. Das sind in der Regel Menschen, die sehr nervös sind und alles mit viel Energie machen, oder? Und die ganze Zeit in der Gegend rumrennen und keine Ruhe im Arsch haben. Da gibt es natürlich auch noch die Menschen, denen immer warm ist, die natürlich immer Wärme haben, immer Energie im Arsch haben, die vielleicht sogar eine leichte Schilddrüsenüberfunktion haben, aber immer noch im Normwert, die natürlich auch leicht ADSA haben und zu viel reden, zu schnell reden. Ja, auf jeden Fall, für diese Menschen, die arbeiten dann auch noch körperlich sehr schwer, sind vielleicht sogar noch heranwachsend, sind noch sehr schlank, möchten Muskelmasse aufbauen und die schaffen es nicht, mehr wie 3 bis 4 Mahlzeiten, ausgewogene Mahlzeiten, einem gesunden Verhältnis zuzuführen. Also sie sollten auch sich anständig ernähren. Nur weil man es auf der Waage nicht sieht, ist es kein Freifahrtschein, sich mit Dreck zuzuschütten. Für alle die, war das jetzt gemeint, für die, die Nährwerte auf einem Päckchen Gummibärchen die gleichen Nährwerte sind wie auf einem Päckchen Vollkornreis. Ich denke, diejenigen fühlen sich jetzt gerade angesprochen und fangen jetzt gerade an zu kotzen über Mr. T, was er davon Scheiß erzählt. Er erzählt keinen Scheiß, sondern es geht auch ein Stück weit nicht nur um einfache Resultate, es geht auch um gesunde Resultate. Ja, um artgerechte Resultate. Und Gummibärchen ist keine artgerechte Ernährung. Auch Nutella nicht. Nein. Und da könnt ihr euch mit Händen und Füßen wehren dagegen und wie kleine Kinder auf dem Boden liegen und schrappeln. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Und zwar, nochmal, es gibt Menschen, für die macht es definitiv Sinn, mit dem Gainer zu arbeiten. Klar, könnten sie natürlich auch ihre Nährstoffe, ihre restlichen, über noch mehr Essen zuführen, aber ich habe nicht Respekt, sondern ich habe Rücksicht bei solchen Menschen, weil einfach ich viele kenne, die haben das Problem, die möchten zunehmen, die schaffen es nicht und für die ist so ein Konzentrat ganz sinnvoll, wenn es richtig eingesetzt wird. Für diejenigen, die aber denken, sie können dadurch eine Mahlzeit weglassen und sich meinen, sie müssen sich durchschummeln, für die ist es falsch, weil für die ist es keine Nahrungsergänzung, sondern Nahrungsersatz. Wenn ihr dann euer Leben lang das Geld habt, eben dieses Zeug weiter zu kaufen, dann könnt ihr das gerne machen, aber es ist Quatsch. Sondern man soll die Nahrungsergänzung einsetzen als Ergänzung. Das heißt, 3 Grundernährungsmahlzeiten, Basisversorgung sollten da sein, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das ist das Mindeste, bei jedem, der Gewicht noch zunehmen möchte, der einen guten Stoffwechsel hat, einen zu schnellen Stoffwechsel hat, körperlich arbeitet, der sollte eine 4. Mahlzeit auch noch schaffen. Vielleicht gibt es einen, der eine 5. Mahlzeit schafft, toll. Aber da wird es schon eng, aber für diejenigen, die einfach hier Probleme haben, macht es Sinn, auch im Gainer zu arbeiten. Aber bildet euch nicht zu viel ein, ein Gainer ist nichts anderes wie ein Konzentrat mit einem sehr hohen Kohlenhydratanteil. Und Kohlenhydrate schafft man in der Regel natürlich auch relativ schnell in seine Grundernährung einzubringen. Also, Gainer ja, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Das war's. Andreas Dienbacher, für den die Nährwerte von Gummibärchen nicht die gleichen sind wie auf dem Päckchen Vollkornreis.